Guten Tag, mein Name ist Icke Berliner und ich sage herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Baldur's Gate 3. Hierzu starten wir ein neues Spiel. Als Schwierigkeitsgrad habe ich mir überlegt, nehmen wir den Taktiker. Ich wollte erst im Ehre-Modus machen, aber weil ich das Spiel sozusagen noch nicht durchgespielt habe, bisher nur den Akt 1, denke ich mal, wird vielleicht der Ehre-Modus eventuell zu schwer sein, aber Taktiker-Modus dürfte knackig genug sein. Starten wir los. Ja, wer sind wir? Damit sind wir auch in der Charaktererstellung angekommen. Und hier habe ich mir überlegt, dass ich einen weiblichen, also einen Menschen spiele. Klasse hatte ich überlegt, Druide oder Mönch, und würde mich jetzt doch hier aber für den Mönch entscheiden. Als Hintergrund nehmen wir, glaube ich, hier den Gildenmeister oder den Unterhaltungskünstler. Motiv erkennen, überzeugen, Akrobatik und Auftreten. Dann nehmen wir mal den Gildenmeister. Verteilen wir die Attribute. Und zwar hat er hier ja als Bonus Geschicklichkeit und Konstitution. Dann würde ich hier die Konstitution wegnehmen und dafür Weisheit. Nimm die Punkte hier weg, 16 Weisheit, und pack den Rest in Stärke. Genau. Gut, dann haben wir das ja alles durch. Dann kommen wir zum Aussehen. Identität. Da habe ich mir gedacht, wir nehmen mal einen nicht-binären Charakter, also ein Charakter, der nicht einem bestimmten Geschlecht zugeordnet ist. Let health be wary. It's opened. Als Stimme. More
of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. Where to next? Find ich that? Die ganz passend. Dann dazu ein bisschen asiatischen Touch. Und zwar... So. Narben keine. Und hier habe ich mir überlegt, dieses Tattoo und Piercing-Stil hatte ich mir überlegt, einen Nasenring, diesen, dann kommen wir zu den Augen, nein, das war es nicht, alle Augenfarben, diese Schminkstil haben wir den. Lippentönung. Und zwar hier. Und dann ein bisschen Glanz noch hinzu. So sollte das passen. Bestätigen wir noch mal. Als Haare hätte ich mir überlegt, diese Frisur als Haarfarbe Orange und Glanzlichter Weiß-Grau, ein bisschen den Highlight setzen, bestätigen wir. Gesichtsbehaarung haben wir keine. Ja, und dann können wir, glaube ich, fortfahren. Den Namen unseres Charakters. Wir nennen unseren Mönch Dora. Fortfahren. Genau. Mit dem Guardian, da machen wir das ganz einfach. Dann nehmen wir den Halbelf, die männliche Variante. Passt super. Und ziehen weiter.
damit sind wir in der Welt von Baldur's Gate 3 angekommen. Ja, das Intro ist wirklich immer wieder atemberaubend, also das gefällt mir immer wieder gut, da kommt man so gut rein ins Spiel. Wahnsinn. So, dann orientieren wir uns mal hier. Light on my feet. Genau, können wir. Where the hells are we? Hier hochgehen. So, dann können wir hier nichts lesen. Don't mind if I do. Heben wir die Sachen auf. Genau. Gehen ein Stück weiter, öffnen die Truhe. Something good here, I hope. Gut, dann springen wir runter. Und wir haben hier ein Becken zu erkunden. This is the pool that Bing came from. The parasite now writhing behind your eye. Gut, dann versuchen wir unser Glück mal mit der Nachforschung. Becken untersuchen. Fertigkeitswürfe. Manche Dialogoptionen erfordern einen Fertigkeitswurf, einen Würfelwurf, der mindestens die Zielzahl erreichen muss. Die Fertigkeiten eines Charakters fügen dem Wurf einen Bonus hinzu. So, genau. Dann haben wir Bonus minus 1. Wir brauchen eine 10. Wir würfeln eine 19, kriegen eine abgezogen. Im Ergebnis haben wir 18, damit mehr als 10. Das war ein Erfolg. Sehr schön. The casing is fragile. The slightest touch could cause it to crumble. Ja gut, dann gehen wir halt wieder. So, dann haben wir hier einen Dead. Toten. Good. Genau. Toten Gedankenschinder. So, nehmen hier alles mit. 34 Gold. Dann haben wir hier solche Kapseln, an denen können wir uns heilen. Ah, das ist schön, Dora. Gehen weiter in den nächsten Raum. Das sieht ja auch ein bisschen gruselig aus. So. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Okay. Goblin hat auch 7 Gold. Nehmen wir mit. Bilden wir uns weiter. Flashes into your mind. Nerves, sinews. As much living being as ship. Ach, jetzt haben wir es hingesetzt. Okay, wollte ich jetzt nicht. Oh, gut. Ja. Gut, dann auch aufheben. Dich auch. Und gehen weiter. Fahren hier nach oben. Wer sind wir? Das finden wir raus. Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us. Exposed brain quivers in expectation. Please, before they return. They return. Was auch immer die hier veranstalten, das ist echt gruselig. So, okay, mit wem rede ich da? Ein Mann oder einem Gehirn? A newborn. Born new from this husk. Mhm. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you.
genau. Gut, ich glaube, ihr könnt nicht mehr gerettet werden. Sag mir, was ich tun soll. Remove us from this body. From this case. Free us. Please. Gut, dann versuchen wir nochmal unser Glück mit der Nachforschung. Minus 1 Intelligenz. Wir brauchen wieder eine 10. Und würfel eine 1. Okay. Kritischer Fehlschlag. Apart from this strange context, you notice nothing unusual about the brain. Genau, hier scheitert der Wurf, alles klar. So, dann haben wir 2 Stärke und 3 Geschicklichkeit. Dann versuchen wir mal das Gehirn behutsam aus dem Schädel zu heben. Geschicklichkeitsbonus 3. Eine 14, sehr schön. Brain lifts from the skull, but you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient should it prove a threat. Eine Anmerkung hätte ich doch da auch zu machen. Es stand doch eigentlich da, das Gehirn behutsam zu entfernen. Sah irgendwie nicht so aus. Na, nur so nebenbei. Okay, weiter. Das Gehirn verletzen oder die Kreatur verschonen. Den Verletzen könnte sie schwächen. Ja, wir sind nicht so, dass wir jetzt darauf erpicht sind, andere zu verletzen. Also verschonen wir sie. Listening. Something behind your eyes seizes in recognition. We must go to the helm. At the helm, we are needed. Was ist beim Ruder? Tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. Okay. Wir sollen das Schiff verlassen. Gut, dann gehen wir. To the helm we go. We are going to the helm. Anhänger, manche Verbündete schließen sich für vorübergehend an. Du kannst ihre Bewegung und Aktion direkt steuern. Klicke auf das Porträt deines Anhängers, um ihn zu steuern. Genau. Well, that ends not as bad as it could have. How much further can I go? So, war hier noch irgendwas? Ich denke nicht, ne? Gehen wir weiter. Oh oh, wir haben ein Problem. Denkt ihr, ich wäre versklavt? We carry mindfully a parasite, a
Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, Mind Flayers. Wir werden zu Gedanken schindern. Wir müssen doch irgendwas tun können. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. As for that thing, it will remain tame as long as it believes we are thralls. It may be of use in the fight to come. Kampf. Mach dich kampfbereit. Kämpfe finden in Runden statt und die Kampfenden sind der Reihe nach am Zug. Und die Kämpfenden sind der Reihe nach am Zug. Das Spiel um dich ist bei Kämpfen pausiert, sodass du Zeit hast, deine Aktionen zu planen. Gut, dein Zug. Wenn du am Zug bist, kannst du dich bewegen, eine Aktion und eine Bonusaktion ausführen. Okay. Sollten wir hinkriegen. Genau, das ist die Aktion, das ist die Bonusaktion und das sind unsere KI-Punkte. Gut, dann schauen wir uns mal um. Wir haben drei Gegner. So, Teufelchen. Nichts. Unhold. Okay. Also Dora ist dran. Dann greifen wir mal an. Okay, das war schon mal nicht schlecht. Dann können wir eine Bonusaktion machen. Genau, nicht genügend Aktionspunkte. Dann können wir den Zug beenden. So, haben wir unseren Ass. Der macht auch eine Attacke. Nicht bis dahin. Aber wir können das so machen. Fehlschlag. Okay. Nice. Und ein Vorteil. Situationsabhängige Aktionen. Du hast eine Aktion als Ergebnis eines anderen Attributs, Merkmal oder Zustandes freigeschaltet. Sie verbleibt neben deiner Schnellleiste, solange die Voraussetzungen gegeben sind. Gut, dann haben wir als nächstes hier die Sachen einzusammeln. Anything of use? Gut, haben wir dich. Dann haben wir eine Armbrust. Dann haben wir noch eine Armbrust. Die geben wir leider selten. Hier haben wir Gold. One day I'll catch a break. Sehr schön, genau. Dann war ja hier noch ein Teufelchen. Das geben wir Lazell. War jetzt nichts. Hier haben wir noch ein Opfer zum Plündern. Genau. Teufelchen hier. Lazell. Sie
sieht gut aus. The ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. Okay, wir müssen gehen, alles klar. Scheint dringend zu sein. Oh, ein Heiltrank, sehr schön. Können wir auch immer gut gebrauchen. So, es wird gespeichert. Was ist als erstes dran? Oh. Dann hüpfst du mal dahin. Und greifst den an. Einmal machst du einen Fehlschlag. Okay. Well, so much for peace. Genau, jetzt hatten wir auch noch nicht dran gedacht, eventuell die Fernkampfwaffe auszurüsten. Machen wir das gleich, aber zuerst nach dem Kampf. Und dann machen wir eine Attacke. Sehr schön. So. Springen können wir nicht mehr. Dann plündern wir hier und beenden unseren Zug. Gut, Lasiel. Springt dahin und greift an. Okay, er hat noch einen übrig. Das ist nicht schlimm. Zaubertricks können wir nicht benutzen. Beenden wir unseren Zug. Säurespritzer. 4 Schaden, alles gut. Unser Ass macht das schon für uns. Sehr schön, Kleiner. Was haben wir denn hier? Nehmen die Sachen mit. Dann haben wir hier einen Rucksack zum Plündern. Mit Gold und ein Aschat. So, dann. In Inventar. Und rüsten einmal eine Fernkampfwaffe aus. Gut. Let me out. Not now. We must go to the helm. Wer seid ihr und warum helft ihr mir? Who am I? Your only chance of survival. Okay. Now move. You are wasting time. Aber wir stecken noch beide zusammen in der Klemme. Aber gut. Es ist schwer, keine Fragen zu stellen. Warum das Ruder? Control over the ship. Or do you wish to die here? Nein, natürlich wollen wir nicht hier sterben. Da hast du mal recht. Gut, wen haben wir denn hier? You! Get me out of this captain! We have no time for stragglers. Ja, aber wir können doch hier sie nicht alleine lassen. Können gehen, sehe mich um, nach einem Mechanismus suchen, der den Deckel öffnet. The construction is too alien. Nothing looks familiar. This ship is crashing. Do you intend to die for a stranger? Ja, Kapsel geht nicht auf. Dann sehen wir uns weiter um. Okay. Dann sollen wir den Apparat hier benutzen. The console appears dormant. Oh, wirkt inaktiv nach einem Schalter oder Entsperrungsmechanismus. The mechanisms are completely unrecognizable at first, but then you spy an empty socket. Empty socket? Okay.
das klingt danach, als wenn wir hier noch was brauchen. Ja. Schauen wir uns mal hier um. Karte, dies ist eine Karte deiner Umgebung. Du kannst Missionsorte ansehen und eigene Markierungen platzieren. Außerdem kannst du zu den Wegpunkten teleportieren, die du entdeckt hast. Wähle sie dazu aus. So, rette die Gefangene. Entkomme. Okay. Weiter geht's. Einen goldenen Schlüssel. Inventar. Bestimmte Gegenstände wie Schlüsselzutaten und Lagervorräte werden in dein Inventar in praktische Behälter sortiert. Sehr nice. Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Ja, das ist ja auch irgendwie übel hier mit diesen Kapseln. Eieiei. Ach, hier haben wir wieder so eine Apparatur. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Oh, das war wohl falsch. Okay. Gruselig. Heiltrank. Dann nehmen wir mit. So, ach, hier haben wir eine mystische Rune. Gold und Federkiel. Stares at you, weak and dazed. Okay. Dann gehen wir weiter. So. Was haben wir hier? Kunstvolle. Ach, den goldenen Schlüssel benutzt. Okay, Onyx und einmal Gold. Hier eine Halskette. Hier haben wir noch was zum Lesen. Faint images appear in your mind. A brain, a Githyanki warrior and centuries of darkness. Oh, dunkler Verstand, okay. Das ist auch wirklich... Also keine schöne Umgebung hier. Gut. Ja, ja, wir versuchen es ja. Moment. The console appears dormant. Gut, dann die Rune in die Fassung einsetzen. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? So, versuchen wir mal die Konsole genauer zu betrachten, ne, bevor wir losstarten. Wir brauchen eine 10. Und würfeln eine 4. Okay. Das funktionierte schon mal nicht. Nothing in the appearance of the device betrays its purpose. It could do anything. It could even transform the occupant of the pod, like what happened before. Ja, aber eigentlich sieht ja die Konsole anders aus wie davor. Hier legen wir unsere Hand drauf. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority.
Elitide, Weisheit. Kapsel mit Willenskraft aufzwingen. Und los. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Damit haben wir die Gefangene befreit. Gefährliche Gesellschaft ist genau das, was ihr braucht, wenn ihr kämpfen müsst. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Also gut, gehen wir. Ich bin Dora. Shadowheart. One moment. Let us make for the helm. We've wasted enough time already. She's right. Lead on. Ja, wir wissen, wir haben's eilig. Alles gut. Okay, dann, hast du noch was zu sagen? Not now. We must go to the helm. Okay. Ja, alles gut. Das wissen wir schon. Something the matter. Besides the obvious, that is. Schattenherz, ein ungewöhnlicher Name. Irgendwelche Vorschläge? Ja, könnte schlecht für die Gesundheit sein, wenn wir einfach so rausspringen. Okay. Sehr schön, gut. Dann. Als erstes. Haben wir hier die Genesung. Genau. Und gehen durch die Tür. We are nearing the helm. Once inside. Do as I say. Okay, du. Put you in charge. I'll trust my own judgment. Oh, gibt schon die ersten Reibereien, wer hier das Sagen hat. Okay. Leute, denkt dran, wir sind alle im selben Boot. Gut, dann bereiten wir uns mal vor. Und zwar. My faith will guide me. Schattenherz. Bekommst du erstmal eine Armbrust. Genau, Inventar und Ausrüstung. No time to dally. Okay, jetzt wollen wir mal kurz überlegen. Achso, okay. Hier war das. So, du hast ja Zaubertricks. Und zwar nehmen wir mal Befehlen rein. Das ist eine Aktion. Und das ist auch eine Aktion. Ja, würde ich sagen, so rum. Das stimmt alles, okay.
Dann auf geht's. Okay, wird gespeichert. Auf durch die Tür. Ja, die Dringlichkeit haben wir ja schon erkannt. So, jetzt haben wir natürlich hier wieder Gegner vor uns. Wir haben ein Höllenschwein. Ein schwaches Höllenschwein. Okay, sieht aber gefährlich aus. Resistent gegen Gift. Alles klar. Dann haben wir hier wieder unsere Teufelchen. Wir haben den Gedankenschinder. Bedroht. Und wir haben Commander Salik. Oh, Resistenzen. Hieb. Stich, Wucht, Feuer, Blitz, Kälte, Gift. Okay, als erstes ist unsere Dora dran. Gut, dann würde ich... hier hin, machen eine Bonusaktion und zwar tauchen wir unsere Waffe ein. Okay, nice. Beenden wir unseren Zug. Gut. Du läufst auch ein Stück nach vorne. Auch die Bonusaktion Waffe eintauchen. Okay, jetzt fehlt uns. Können wir noch so? Okay, er hat noch einen übrig. Kein Problem. Okay, Schattenherz. Du kümmerst dich mal um ihn hier. Und machst auch erstmal einen Fehlschlag. Okay. Kein Problem. So, da sind. Wir haben noch eine Bonusaktion, hüpfen können wir nicht. Okay, dann können wir auch den Zug beenden. Unser Ass kümmert sich um dieses Teufelchen. Genau. Und haben wir eine Bonusaktion? Nein, haben wir nicht. Okay, dann laufen wir mal noch mal ein bisschen. Alles klar, Zug beenden. Okay, er ist betäubt. Gut, wir machen einen
Fernangriff auf das schwache Teufelchen. Sehr schön. So, Phylazel. Gut, kann man jetzt auch beenden. Können wir natürlich jetzt nicht mehr benutzen, weil wir das vorhin schon gemacht haben. Nicht schlimm. Okay, dann machen wir das so. Und machen nochmal einen Fernangriff. Okay, jetzt ist der Ende. So, laufen wir ein bisschen vor. Und jetzt sind wir mal fies. Und befehlen den Commander, sein cooles Flammschwert fallen zu lassen. Befehl fallen lassen. Waffe am Boden. Nice. Bonusaktion. Okay, bewegen wir uns ein bisschen nach vorne. Und zu killen. Und unser Ass, der kann jetzt mal sprinten. So. Und zwar hier hin. Genau. Ignore the devil. We must take the transponder. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Okay, also als allererstes. No time for mercy. Haben wir einen Fehlschlag? Und beenden wir so. Nehmen die immer liegen kriegen. Gehen im Inventar. Rüsten sie aus. Damit haben wir jetzt unsere Aktion verschwendet. Können noch eine Bonusaktion machen und versuchen, ihn zu betäuben. Fehlschlag, okay. Schattenherz. Achso, ja, da waren wir schon. Na sehr. Nee, nehmen wir einmal mit. Und dann. Moment. Gehen wir mal noch ein Stück vor. Okay, das war's schon. Weiter kommen wir jetzt nicht. Dann würde ich sagen. Okay, 2. Alles klar. Unser Ass geht hinter ihm. Und hau den. Okay, Fehlschlag. If this ship hits the ground, we're dead. Ja, okay, alles klar. Wir wissen. Time to strike. So, Lazier, dann machen wir zerfleischen. Fehlschlag. Okay, Shadara, du gehst mal noch ein Stück nach vorne. Genau, wir müssen die Zähne auslösen. Genau, jetzt bekommen wir neue Gegner hinzu. Wieder zwei Teufelchen.
und einmal ein schwaches Höllenschwein. Die müssen wir natürlich auch erledigen. 85, okay. Was ist das so hier mit dem Feuer? 80. Ah, 3 Schaden, okay. Und unser Ass ist dran. Fehlschlag. So, sind wir in Runde 10. Jetzt kommt die Verstärkung. Jetzt muss es schnell gehen. Fehlschlag. Fehlschlag, okay. Das ist echt hart. Das ist echt hart. Let's finish this. Gut, also. Eieiei, die sind aber auch ganz schön resistent hier. Können wir noch irgendwie? Nein. Das Schwein rennt durch. Schattenherz. Und Fehlschlag. Gut. Fehlschlag. Eieieiei. Concentrate. Gut, der ist auch Geschichte. So, dann gehen wir da hin. Und versuchen wir ihn mal umzuwerfen. Sehr schön. Unser Ass. Fehlschlag. Ach. Machen nicht genug Schaden. Oh, Schattenherz. Sieht auch schon ganz schön übel aus. Okay, immerhin ein Fehlschlag. Alles gut. Er fliegt. Sterbend. Wenn die Trefferpunkte eines Mitglieds deiner Abenteuergruppe auf Null sinkt, ist das Mitglied sterben. Dies ist ein Zustand zwischen Leben und Tod und das Mitglied muss in jedem Zug um sein Leben würfeln. Bei 3 erfolgreichen Würfen stabilisiert es sich. Bei 3 Misserfolgen stirbt es. Eieiei, okay, jetzt haben wir ein Problem. Oh, wie machen wir das? Ja, nutzt ja nichts. Jetzt haben wir... Ja.
Gut. Ja, auch wenn jetzt die Situation jetzt keine allzu schöne ist. Ich hätte mir jetzt den Kampf auch anders vorgestellt, aber gut, muss man mit leben. Machen wir erstmal den Zug beenden. Ja, okay, dann hast du. Dann versuch mal. Hier wegzulaufen. Nimm dann Heiltrank, beenden den Zug. 2 bis 7. Du hast 7. Versuchen wir das mal. Benommen, okay. Kann ich damit noch irgendwas anfangen? Eines Wort. Okay. Gut, dann unser Ass. Fehlschlag. Oh, oh, Lazel. So. These boots have seen everything. Sehr schön, Dora. Alles klar. Keep going. Get to the transponder. Ja, alles gut. So, jetzt die Situation ist natürlich jetzt auch ziemlich kniffelig. Dann benutzen wir mal hier den Rückzug. So. Und komm bis dahin. Und dann nehmen wir einmal durchlaufen. Heilen uns ein bisschen hoch. Sehr gut. Ja. Dann gucken wir mal. Springen wir mal hier hin. Und drücken den Kuppler. The Helm's alien transponder. You've made it in time. Thank you.
As you wake, the tadpole squirms in your skull. Ja, sie zappelt ganz schön rum. Dann orientieren wir uns mal, wo sind wir eigentlich? The crash site confuses the landscape. You'll need to find a settlement or landmark, and you'll need to do it quickly. The tadpole is a death sentence, and the clock is ticking. Ja, immer unter Zeitdruck. Man kennt's. Okay. Einzigartige Gegenstände. Geh während einer langen Reise zu deiner privaten Truhe im Lager, um einige deiner einmaligen DLC-Gegenstände zu finden. Gut, Tagebuch, finde ein Heilmittel. Okay. Open up. Haben wir hier Gold? Alles mitnehmen. Oh, hier ist Schattenherz. So, sie aufwecken. You're alive. I'm alive. How is this possible? Ist doch egal, wir haben es geschafft. Seems like we're the lucky ones, judging by all the corpses strewn about. I remember the ship. I remember falling. Then nothing. Habt ihr eine Ahnung, wo wir sind? I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. First things first, we need supplies, shelter, and most of all, a healer. We might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Was ist mit unserer Giftfreundin geworden? You might want to reconsider calling her a friend. Looks like she ran off without us. Okay. Ihr wollt zusammenbleiben, wenn ich recht verstehe. We need each other. And we both know what's at stake. Can't think of better company. Na schön, brechen wir auf. One thing. Just before we go. I wanted to thank you again. For freeing me. It would have been all too easy for you to run right past my pod. But you didn't. I'll remember that. Lead the way. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir beenden an dieser Stelle diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dahin, habt eine gute Zeit und einen schönen Tag.